Hör auf, Frauen hinterher zu jagen und sie kommen von ganz alleine. Willkommen zum heutigen Video und das ist unser Thema, denn das ist ein großes Problem, das ich immer wieder mit Coaching-Dilemma bespreche, immer wieder bei Männern sehe. Die Männer jagen den Frauen hinterher, wollen die Frauen unbedingt, geben alles für die Frauen, geben sich selbst auf für die Frauen, geben ihre eigenen Werte, Wertesysteme, Regeln für die Frauen auf oder opfern alles, um die Frau zu bekommen, die nicht so viel Interesse an ihnen hat. Und das ist das große Problem. Du darfst auf keinen Fall Frauen hinterherjagen oder zu viel Zeit in Frauen investieren, die kein Interesse an dir haben. Du darfst natürlich gerne Zeit und Energie in eine Frau investieren, die in die gleiche Richtung mit dir gehen möchte, in die du auch mit ihr gehen willst. Ob das jetzt eine feste Beziehung oder was Sexuelles ist, das darfst du natürlich gerne machen. Also lass dich da bitte nicht von irgendwelchen Pickup-Gurus verwirren, die dir sagen, oh Gott, du darfst nicht in eine Frau investieren, du musst immer so tun, als ob du viel cooler bist und sie gar nicht nötig hast und gar nicht interessiert an ihr bist. Nimm diesen ganzen Bullshit und schieb ihn zur Seite, ignoriere ihn, denn das ist das, was du damit tun solltest. Aber bitte pass auf, bitte hab ein Bewusstsein dafür, ob die Frau wirklich Interesse hat an dir oder nicht. Und wenn sie kein Interesse hat, dann brauchst du nicht in sie zu investieren. Renn nicht einer Frau hinterher, die nicht wirklich dabei ist. Wo, wenn du nach Treffen fragst, sie nicht wirklich antwortet oder sagt, ja, das können wir schon mal machen oder ja, vielleicht irgendwann oder ja, jetzt habe ich gerade keine Zeit oder sie schreibt dir nicht zurück oder sie gibt dir irgendwelche halbherzigen Antworten. Das sind Frauen, in denen du nicht lange und nicht sehr viel investieren musst. Und ich weiß, das kann vielleicht schmerzhaft sein, weil du dir denkst, okay, ich bin eigentlich hier in dieses ganze Themengebiet gekommen, weil ich in der Lage sein will, diese Frauen doch noch zu bekommen. Ich will sie mir trotzdem schnappen. Und verstehe mich nicht falsch. Mit gewissen Taktiken und Manipulationstechniken kann das funktionieren. Nicht sehr häufig und auch nicht sehr zuverlässig, weil das doch von sehr vielen Faktoren abhängt, aber es kann funktionieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast eine Frau kennengelernt und sie fand dich jetzt nicht so interessant und du jagst sie hinterher, aber es kommt nicht viel von ihr. So, und jetzt schaffst du es irgendwie, sie in eine Umgebung zu bringen, wo du sozusagen der King bist. Nehmen wir mal an, du nimmst sie mit zu, keine Ahnung, deinem Karatekurs, den du als Schwarzgurt unterrichtest und alle respektieren dich und alle finden dich cool und du bist da der Oberboss. Du nimmst sie damit hin und schaffst es so auf Dauer durch deine dort erhöhte Statusposition, sie dazu bekommen, dass sie dich doch noch attraktiv findet. Und sowas kann, wie gesagt, funktionieren. Und ich empfehle dir aber nicht, das zu machen, außer es ergibt sich natürlich. Und was meine ich damit? Wenn sie sowieso schon in deinem Karatekurs ist oder wenn sie Karate mag und sie will sowieso mitkommen zu deinem Karatekurs, okay, ja, dann nimm sie halt mit zum Karatekurs, aber nicht mit der Idee, okay, jetzt manipuliere oder beeinflusse ich sie hier in die richtige Richtung. Das ist nicht das, was du tun musst, sondern nimm diese Energie und steck sie in eine andere Frau. Lern neue Frauen kennen, lern andere Frauen kennen, denn es gibt unglaublich viele Frauen da draußen. Und bitte fall nicht in diese Idee des, oh mein Gott, sie ist die eine für mich. Ja, es gibt nicht die eine Frau für dich. Es gibt viele Frauen, die gut zu dir passen. Viele Frauen, mit denen du eine geile Zeit zusammen kreieren kannst. Und das ist nicht, hat nichts mit der einen Frau zu tun oder dass du die eine Frau verlierst. Es gibt nicht die eine Frau. Das ist nur eine Geschichte, die wir uns im Vor- oder Nachhinein erzählen bezüglich einer Frau. Na, wenn du nämlich dann mit einer Frau, mit der du vielleicht später heiratest, zusammen bist, kannst du dir natürlich die Geschichte erzählen. Oh mein Gott, sie war die eine. Und diese Geschichte ist sogar sehr glaubhaft. Fakt ist aber, du hättest wahrscheinlich auch zu vielen anderen Frauen gepasst und das ist das Problem. Deswegen nicht diesen Manipulationsweg gehen, nicht viel Energie in die Dinge investieren, die von dir weggehen, sondern investier Energie in die Dinge, die auf dich zugehen. Denn sonst jagst du da ewig hinterher und das große Problem ist einfach, dass du aus dieser Position niemals Anziehung erzeugen kannst. Aus einer ich jage ihr hinterher Position, ist es ganz schwer, Anziehung zu erzeugen, weil sie immer das Gefühl hat, okay, wow, der ist irgendwie extrem bedürftig, der gibt alles auf für mich, obwohl ich nicht wirklich Interesse zeige, der kann nicht viel Auswahl haben. Also sie nimmt dich nicht als attraktiven Mann wahr, wenn du ihr unnötig hinterherjagst. Sie würde dich als deutlich attraktiveren Mann wahrnehmen, wenn du einfach aufhörst, sie hinterher zu jagen und andere Frauen kennenlernst. Das würde sie dann vielleicht sehen und würde sich denken, oh, scheiße, andere Frauen finden ihn interessant oder er hat was mit anderen Frauen zu tun. War das vielleicht doch eine falsche Entscheidung meinerseits? Das heißt, die Devise lautet nie mehr hinterherjagen, sondern die Devise lautet immer, den Frauen oder die Frauen zu finden, die tatsächlich Interesse an dir haben. Und dann kann es halt sein, dass diese Frau ganz automatisch zu dir zurückkommen will, weil sie sich denkt, oh scheiße, da habe ich aber einen guten Fang mir durch die Lappen gehen lassen. Und deswegen
niemals zu lange hinterherjagen, immer ein Gefühl dafür kriegen, immer auch ein Auge darauf haben, wie viel Investment kommt von der Frau zurück, sie auch gerne darauf ansprechen im Sinne von, hey, ich habe das Gefühl, du bist nicht besonders interessiert an diesem Treffen, wie sieht es bei dir aus? Gerne auch die Pistole auf die Brust setzen, um eine Entscheidung von ihr zu bekommen, um zu wissen, okay, muss ich jetzt Energie investieren? Also was heißt muss? Du musst natürlich sowieso nicht, aber möchte ich jetzt Energie investieren oder möchte ich keine Energie investieren? Und dann wirst du, wenn du das so machst, feststellen, dass du dich mit dir selbst deutlich besser fühlst und nicht das Gefühl hast, du hast es unbedingt nötig, diesen Frauen hinterher zu jagen. Du steigerst damit dein eigenes Selbstbewusstsein, den eigenen Selbstrespekt dir gegenüber als Mann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber du schaffst es eben auch, tatsächlich Anziehung zu erzeugen, indem du diesen Hinterherlaufprozess stoppst und in die andere Richtung gehst, um die Frauen kennenzulernen, die tatsächlich Interesse an dir haben. Das musst du tun. Das ist der richtige Weg. Fall nicht in diese anderen Schemata rein, die dir erzählen, oh mein Gott, ja, du musst sie nur dahin manipulieren. Nein, nein, nein. Nicht weiter in die Richtung, in die andere Richtung. Glaub mir, wenn ich dir sage, es gibt unglaublich viele Frauen da draußen, egal wo du lebst, egal wo du wohnst, solange du andere Menschen in deiner Umgebung hast, irgendwie und nicht gerade auf dem 200 Einwohnerdorf wohnst und es gibt in der nächsten 100 Kilometer Umgebung keine andere Stadt, solange das nicht der Fall ist, gibt es genug Frauen, die du kennenlernen kannst. Du musst dir da wirklich keinen Stress machen. Nimm den Stressfaktor raus, nimm dieses, oh, ich muss unbedingt raus und dann läuft das Ganze viel entspannter und viel besser. Schön, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Übermorgen sehen wir uns wieder und hier unter mir kannst du dich für ein Coaching, einen der neuen Coachingplätze fürs nächste Jahr bewerben. Hier unten rechts kommst du zu ein Video mit noch mehr Erfolg mit Frauentipps für dich. Wenn du bis hierhin geschaut hast, unbedingt da vorbeischauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.